Hey Leute, willkommen zurück zu Max Plays Age of Wonders Shadow Magic. In der letzten Folge hatten wir die Mission Norwood, würde ich jetzt mal sagen, überraschend schnell abgeschlossen. Überraschend sowohl für uns als auch für unseren Gegner Forsar, den wir irgendwie auf dem linken Fuß erwischt haben. Und mit einer kleinen, schnellen Vorstoßgruppe, die ich immer gerne habe, so aus einem Helden und ein paar anderen schnellen Einheiten, halt ertappt haben und dann mit einem richtig passenden Zauberspruch, Verrotten war das, ihn ausschalten konnte. Er hatte nämlich zwei Katapulte dabei, die wir damit ziemlich gut kaputt machen konnten und dann der Rest hat unser Held Eichblatt geregelt. Heute starten wir mit der zweiten Mission von Julia und zwar Berg Abidor oder der Berg Abidor. In schlimmen Zeiten zogen die Zwerge gen Osten. Dort fanden sie die Höhlen von Abidor, wo sie Zuflucht nahmen und großartige Hallen erbauten. Genau, und zu den Hallen geht's heute. Menschen sind nicht die einzigen Wesen, die den mystischen Künsten misstrauen. Tief unter der Erde verbirgt sich ein Freund von mir, ein früherer Zauberer. Fangir schwor der Zauberei ab, aus Furcht, die Magie würde noch mehr Schattendämonen anlocken. Aber sie kriechen auch so aus allen Ritzen der Erde. Du musst Fangir zeigen, dass die Magie sie bezwingen kann. Er muss die Kraft der Erde einsetzen, um die Dämonen zu vertreiben und die Wunden zu heilen, die sein Zwergengeschlecht plagen. Ja, Fangir helfen. Fangir ist ein Erdmagier der Zwerge. Genau, wir spielen weiterhin auf schwierig. Klassik, Kundenmodus. Elfen starten wir wieder und nehmen unseren coolen Helden Eichblatt, mit der sogar noch ein Level abkriegen müsste, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Rundumangriff ist auch nicht schlecht. Vor allen Dingen, also, haben wir schon einen Angriff attackieren. Da gibt keinen Gegenschlag. Da zählen vor allen Dingen, glaube ich, seine ganzen Giftangriffe und Zauberangriffe und so mit rein. Oder man nimmt Verteidigung. Verteidigung ist auch ziemlich wichtig. Ja, ich bin ein Freund von vielen Fähigkeiten, muss ich sagen. Ist vielleicht nicht die objektiv beste Wahl immer, aber ich bin da einfach subjektiv, finde ich das cool. Wir müssen Fangirs Aufenthaltort finden. Ein schwieriges Unterfangen. Fangir würde es zwar nie zugeben, aber er hat sich in die Berge verzogen. Zwerge helfen Zwergen. Sie nehmen nicht gern Hilfe von Fremden an und zeigen niemals Schwäche. Hüte dich vor den Orks. Sie neigen dazu, aufzutauchen, wenn Zwerge angegriffen werden. Achso, die kommen zusätzlich immer. Wir haben auch... Das wird Fangir sein und noch zwei Gegner. So, wir haben hier... ziemlich coole, schnelle Truppe und unseren Helden. Wir können eine ziemlich große, schnelle Gruppe aufbauen. Ich würde... eben erstmal diesen Wachturm einnehmen. Nicht so. Ich weiß noch aus Erfahrung, dass dort oben ein paar magische Dingsterbums. Genau, so heißen die. Magische Dingsterbums sind. Magische Grüfte. Da werden, glaube ich, diese beiden Druiden sehr hilfreich dafür. Einen würde ich hier so nach Süden schicken. Was da abgeht. Und dem Rest hier so nach vorne gehen. Das ist meine Kämpfergruppe. Vielleicht mit ihm noch dazu. Oh ja, erforschen. Was haben wir? Wir haben wieder Amphiles. Heilende Schauer ist eigentlich ein Must. Also das müssen wir auf jeden Fall haben. Wassergang ist nicht ganz so wichtig. Magische Faust ist noch gut. Aber den Gelehrten hätte ich jetzt trotzdem. Den haben wir das letzte Mal halt angefangen und nicht beendet. Den hätte ich jetzt gerne als erstes. Und da würde ich auch gleich von dem Zauberpunkt die Forschungspunkte rein investieren. Gut, dann greifen wir hier doch mal an. Ziehen sich nicht zurück. Ist okay. Gibt's freie Erfahrungspunkte. Ich würde mal versuchen, auch alles unseren Helden machen zu lassen. Er braucht die Erfahrungspunkte. Bäm. Die anderen würde er hoffentlich genauso gut kaputt kriegen.
One-Hit-Wonder. Oder vergiftet? Ja, müsst ihn trotzdem noch kaputt kriegen. Vergiften ist ein ziemlich blöder Zustand. Reduziert alle Stats um 2. So, dann schicken wir dich auch nach Norden, um da das noch einzunehmen, während wir uns dann nach Süden orientieren. Zaubern können wir noch nichts. So, wir können aber bestimmt was bauen. Zum Beispiel eine Steinmauer. Aber wir haben noch gar keinen Zauberturm. Dann sollten wir nach dieser Steinmauer möglichst schnell auf einen Zauberturm sparen. Was ist jetzt passiert? Okay, das Spiel ist einfach mal... einfach mal Lust gehabt, sich zu minimieren. Ich hoffe, die Aufnahme scheint weiterzulaufen. Gut, dann tun wir so, als hätten wir nichts gesehen. Nehmen mal zusammen den Eilbeerbaum. Dann kriegen alle die Vorteile davon. Genau, hier sind diese magischen Dingsterboomstars. Können wir die erste sogar angreifen? Ist die Frage, wollen wir das? Ich meine, warum sollten wir es nicht wollen? Lichtmagie. Sollten wir ganz gut ankommen. Also so eine magische Gruft wirkt bei jeder Runde ein Zauberspruch, der Sphäre, dessen Magie hier drinnen quasi gefangen liegt. In dem Fall also Lichtmagie. Bei Lichtmagie habe ich halt nicht so die Angst, dass es einen umbringt, weil... das sind in Anführungsstrichen nur diese Sternenprojektile, die wir jetzt leider nochmal abkriegen werden. Okay, aber auf ihn. Au! Was ist denn dein Problem? Alter! Dieses Einhorn. Fee ist ein guter Zauberspruch. Mal gucken, was hier sonst dann noch so drin liegt. Durchschnittlich schwach. Also durchschnittlich könnt ihr ja... wenn die alle sich so gut reinhauen wie jetzt gerade eben, schon schwer sein. Oh, das ist ein Fehler. Dass wir hier Leute fragen können, ist ein Fehler. Normalerweise sollten die immer auf Verteidigung gestellt sein. Okay, von wegen verlassen. Wir kriegen noch ein paar Einheiten raus. Ich nehme mal auf jeden Fall eine Nymphe. Der möchte ich nicht kämpfen, aber die kann ja so ein bisschen... mal gucken, was am anderen Ufer so los ist. Das nicht falsch verstehen mit dem anderen Ufer. Meistergilde, das heißt, wir haben jetzt nochmal ordentlich mehr Produktion. Das ist gut. Nächste Runde haben wir dann auch die Goldmine da. Okay. Reicht leider nicht. Die kann auch ordentlich wehtun, die Gruppe. Jetzt können wir auf jeden Fall mal anfangen, Einhorn zu beschwören zur Unterstützung dieser Gruppe. Haben wir gerade gesehen, bei der magischen Gruft, was das alles einen so antun kann. So, jetzt können wir noch einen kleinen, ja, nennen wir es mal Trick machen. Julia läuft ein Stück und kann dann viel weiter zaubern. So, und hier sollten wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir, wenn, dann nur das Einhorn oder so verlieren, weil das können wir nachbeschwören. Alle anderen Einheiten kosten gerade im Moment Gold und Gold haben wir gerade nicht sehr viel. Gerade diese eiserne Jungfrau ist eine Level 3 Einheit, an die wir so schnell nicht rankommen. Beziehungsweise, selbst wenn wir sie bauen könnten, ist sie sehr teuer. Nichtsdestotrotz kann sie mal hier... Anfang machen. Alter. Die Reiter der Orks sind mal eine Nummer größer als die von den Elfen. Das ist nochmal klar.
hätte man eigentlich noch segnen können. Und Umhangriff geht auch nicht, auch wenn es angezeigt wird. Brauchen wir immer noch ein, also quasi müsste man noch ein Feld weitergehen können. Dass es so streng geklappt hat, ist nicht schlimm. Das Eichblatt noch verflucht, nicht so. Au. Nicht das Schlimmste von allen. Gut. Ja, Resistenz ist relativ niedrig und der macht ganz schön viel Schaden. Ich überlege, ob ich jetzt einfach einen Rundumangriff setze. Der überhaupt nichts trifft. Du hast nicht viel Leben. Alle nicht viel Leben. Dann zieh dich erstmal dahin. Ja, es geht auf das Einhorn. Ja, kein Problem. Jetzt müssen wir uns noch irgendwie um dich kümmern. Okay. Haben nur das Einhorn verloren? Ja, das ist ja cool. Wie quasi angekündigt. So, jetzt haben wir da drüben. Wer hat eigentlich so diese hohe Sichtreichweite? Die Speer das von Anfang an? Ja. So, wen können wir denn hier? 51 Tacken, ne? Die sparen wir uns doch zusammen. Dann holen wir den Kollegen ran. Das heißt, hier wirklich Waren produzieren. Wir brauchen das Geld. Wir sind jung. Wo Geld? Eigentlich würde ich ihn noch gerne segnen. Mal gucken. Achso, die können sich jetzt bewegen. Sind das Tiere? Das könnte von bis jetzt laufen, ne? Im besten Fall beherrsche ich zwei Eber und die machen die anderen Eber kaputt. Der geht jetzt drauf, das habe ich mir schon gedacht. Die Erdezauber sind schon ganz schön intensiv. Wenn ich jetzt zwei Eber beherrscht kriege und der die anderen angreift und den Schaden frisst und dann vielleicht sogar die Zauber aufnimmt, dann läuft super. Wenn mir das nicht klappt, wie jetzt schon hier der Anfang ist, dann sind wir auch ganz schnell tot. Das meine ich. Also wenn die dann auf den Eber gehen und hier Eber und Eber Action, versagt. Volk. Er ist so mehr so der Tierflüsterer. Gut, er hat auch gut Schaden aufgenommen. Jetzt die Frage weg. Ja, natürlich wird er auf die Level 3 Einheit. Da steht eine riesige Anzahl Leute da, ja. Versagt denn jetzt. Ach, der hat dem gehorcht, deswegen. Ja, wow. Und alle Steine treffen. Das ist auch unwahrscheinlich. Das war jetzt einmal die ganze Wahrscheinlichkeit, die so gegen einlaufen kann. Gucken wir mal. Wir könnten noch ins Schnellgefecht gehen, aber das ist wahrscheinlich auch gegen uns. An sich sehe ich aber hier eine ganz gute Möglichkeit darin, dass wir hier das gewinnen können. Wir dürfen halt nicht so viel Pech haben. Ich glaube, dass die Zufallsvariablen nicht immer neu gewürfelt werden. Achso, das war noch der, dem er gehorcht hat. Gut, jetzt probiere ich noch einmal mit Autokampf. Verliere das auch. Gut, also lassen wir das sein. Wo ich der Meinung bin, dass man das eigentlich gut gewinnen könnte. Das können wir zum Beispiel nicht gewinnen. Ja, schade. Was machen wir da? Können wir mal hier übersetzen und mal gucken, was da noch so ist. Oh, hi.
Auf jeden Fall Gold. Gold können wir gebrauchen. Kann jetzt mal hier noch vorlaufen. Okay, also nichts weiter. Schade, also das hätte ich wirklich noch gern gehabt. Gerade ein Erdezauberspruch kann auch ganz schön was praktisch sein. Vielleicht holen wir uns noch die Nymphe nach vorne. Vielleicht, wie lange brauchen die Bogenschützen? 5 Runden. Hätte vielleicht versuchen, noch ein Einhorn irgendwie hinzukriegen. Das ist eine normale Gruppe, das ist keine Gebietswachengruppe eigentlich. Ah, ich kann die nicht mehr angreifen, na dann wird er sterben. Wenn er irgendwie den Bonus noch hätte, als erstes anzugreifen. Aber so kriegen wir gerade ganz schön auf den Sack von diesen blöden Typen. Ich kann halt nichts warten machen, als abzuwarten und sich ein bisschen zu wehren. Ja, pff, ich muss auch gar nicht treffen. Junge, Junge, Junge. Du bleibst bei Waren produzieren. Schieß kurz eins. Kannst du über was? Ne, diesmal nehmen wir Verteidigung. So, und zwar, jetzt geht sie noch weiter vor. Und wenn sie angegriffen wird, sie müsste das gut überleben. Beziehungsweise sie kann ja auch noch zaubern. Wenn sie dann daran stirbt, dann glaube ich nicht mehr an die Welt. So, das müsste eigentlich auch gut möglich sein, ohne Verluste. Je nachdem, wie krass der Armbrustschütze drauf ist. Das geht ja schon mal gut los. Die kann man nämlich beide verstricken. Und dann niedermähen. Blöd, dass es überlebt hat. Ihn jetzt anzugreifen ist ein zweischneidiges Schwert. Haben wir aber gut gemacht. Die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ hoch, dass wir ihn, dass wir, wenn wir sie verstricken, auch treffen. Gehen wir auf Nummer sicher und verstricken die immer wieder neu. Wenn wir sie nämlich jetzt mit den Armbrustschützen zum Beispiel mit einem Lebenspunkt am Leben lassen, dann kann er ganz schön auch uns einfach wegtackeln. So, die Elite-Gilde ist ja was wir auf jeden Fall brauchen. Das ist gut. Da kann man nämlich dann doch in naher Zukunft entweder Droiden oder eiserne Jungfrauen produzieren. Und die Droiden, ja, so schön die auch hier oben waren, die holen sich jetzt erstmal diese zwei Idioten da hinten. Ich fühle mich ein bisschen gemobbt. Okay, gucken wir mal hier in das Schiff rein. Das sollte uns genug Geld geben. Wow, eine Hydra. Oh, eine Hydra. Wie kriegen wir die denn kaputt? Hydra macht man eigentlich am besten mit Fernkampf kaputt, aber wir haben keine großen Fernkampfoptionen mit unseren Leuten. Bis auf seinen kleinen Speerwurf, der schon ganz gut war. So, mal einer, den es ganz gut geht. Du gehst mal hier außen rum. Du gehst hier rum. Und ihr und gleich alle hier die Hydra aufs Korn. Und zwar fängt an. Tja, du hast mehr Verteidigung, mehr Leben. Tja, wenn dann du.
Jetzt kann sie sich nicht mehr wehren. Jetzt alle schön drauf gehen. Einmal frei. Kannst sogar ihn noch einmal angreifen. Kann ihn nur einmal angreifen. Das bringt nichts. Da kann er immer noch seinen Angriff machen. Ja, das Erzschiff, das war irgendwie zu erwarten. Die trifft sogar die eiserne Jungfrau. Also heute irgendwie. Naja, aufhören hier rumzuheulen. Ring. Oh, das hat sich auch auf jeden Fall gelohnt. Bam! Die Stats auf Eisblatt, die sind der absolute Bringer. Der wird hier noch alle wegrücken. So, jetzt holen wir, kaufen wir die Verteidiger und kriegen noch die Inhaftierten dazu quasi. So, und die beiden, die gehen dann doch nochmal auf den Fluss. Die zusammen müssten nämlich diese blöden Flatterviecher da hinten kaputt kriegen. Eigentlich noch meine einzige Angst, dass die aus irgendeinem Grund, der dürfte nicht weit genug kommen, Julia angreifen und sie besiegen. Weil wenn sie das schaffen, dann haben wir verloren. Wir könnten natürlich noch eine Fee beschwören. Gehen wir mal langfristig auf eine Fee. Genau, die nehmen noch unsere Sachen wieder ein und sie greifen Julia an. Okay. Wie gesagt, ich bin der Meinung, Julia müsste das hinkriegen. Ich kann ja auch Todesnebel hat 15 Angriff, 17. Mach mir Sternprojektile. Ihn einzufrieren mit dem anderen ist relativ unwahrscheinlich. Da ist nämlich besser, jetzt Schwindelgefühle zu haben, dann müsste sie ihn jetzt einfach. Bäm, genau so. Das sollte man vorgewöhnlich nicht machen: Kämpfe mit seinem Zauberer bestreiten. Aus Sicherheitsgründen. So, jetzt haben wir hier noch ein anderes Problem. Wir werden jetzt trotzdem mit Julia noch ein bisschen kämpfen und diesen anderen Typen hier aus der Luft holen, denke ich. Er lässt sich bitten, oder was? Achso, er weiß, dass er Verteidiger ist. Ernsthaft? Die KI so klug? Ah, ne. Sie wartet nur, bis ich eine Tür eingehauen habe. Auch okay. Dann haben wir uns in der nächsten Runde erstmal unsere Mine wieder und schicken dann, so schnell es geht, die Nymphen nach oben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier oben noch irgendwas lauert auf uns, aber. Ne, hier nicht. Okay. Gut, dann zurück zu den Zauberdingern. Ich möchte die gerne haben. Die mögen uns nicht, also sind das böse Einheiten. Orks, genau. Hm? Krieg ich das mit denen. Ach, noch mehr Orks. Ich muss halt immer erst den Wachturm einnehmen, wenn man die Möglichkeit hat. Also hier gibt es ein bisschen was zu tun. Für unsere Hauptgruppe. Ja, damit wir nicht noch mehr große Verluste erleiden. Ah! Das hinterfrage ich nicht. Wir kriegen einfach einen Zauberturm geschenkt. 400 Gold. Goblinstadt. Viele Lanzentypen. Ich schaff's leider nicht. Vielleicht sollten wir auf ihn warten. Der wäre eine ordentliche Hilfestellung, ehrlich gesagt. Schwach. Was heißt schwach? Finden wir es heraus. Was haben wir denn hier noch für irgendwelche kleinen Mini-Fuzzis? Ja, hier würde ich gerne sparen, dass wir irgendwann Level 3 Einheiten bauen können. Wir haben jetzt hier schon alles so gut darauf vorbereitet.
Na, dann machen wir das so. Ah, ich hätte es noch klüger machen können, indem ich sie damit reinziehe, aber okay. Das fällt dann meistens immer erst hinten, hinterher auf. Keine Zauberunterstützung und einen Fernkämpfer. Au. So, der Idealfall wäre jetzt, was wahrscheinlich nicht klappen wird, Blick des Verderbens. Genau, klappt nicht. Versuch Nummer 2 wäre ein bisschen waghalsig. Das sieht gar nicht aus, das ist irgendwie uncool. Rennst nach hoch und du hältst dich hier ein bisschen in der Reserve, je nachdem, wo wir dich brauchen. Sie lassen sich noch nicht explodieren, doch. Ich muss sie nur noch überleben. Oh, oder sie macht einfach alle alleine kaputt. Das kann auch passieren. Cool. Die würden sogar stabil bleiben. Aber wollen wir das? Wollen wir Goblins? Versklavt. Die Goblins sind eigentlich neutral wenigstens. Das ist die Frage. Also richtig, ja, stabil, ne? Sonst habe ich die immer umgesiedelt. Aber jetzt denke ich gerade drüber nach, vielleicht eine kleine Goblin-Sporte aufzumachen. Das wäre doch mal was. Das mache ich. Zack. Das machen wir mit unserer Hauptgruppe hier. Machen wir noch ein bisschen Schattendämonen-Aufräumtour. AKA bringen unserem Helden 10 Erfahrungspunkte. Oh, ist bis jetzt daneben. Ich hab daneben gelegt. Manuel, genau. Manuel. Der hat irgendwie schon Schaden genommen. Ist er irgendwie durchs Gift gelaufen oder so? So, mal gucken wir mal hier wieder rum. Okay, da ist eine niedergebrannte Stadt. Die würde ich gerne aufbauen. Und einen Hochofen. Wir können ja mit den Goblins den Hochofen aufbauen. Und mit den Elflein die Stadt. Da wäre trotz allem noch. Huf. Und das zählt als schwach. Trotz allem noch Elfen sind. Also das ist keine schwache Verteidigung. Das kann ich euch mal sagen. Was gibt es hier sonst noch so drüben? Oh. Shit. Wir sind eigentlich getarnt. Hoffen wir, dass sie uns nicht finden. Allgemeines Ziel dann diesen Lager da einnehmen. Das bringt nämlich auch Gold. Und Gold brauchen wir gerade wie nichts anderes. Eine Fee können wir da noch beschwören. Die können wir dann mit hier, hätte ich fast gesagt, über Land mit einsetzen. Wer hat noch nicht? Du hast noch nicht. Kannst du noch ein bisschen erkunden, okay. Den Wachturm kannst du ja noch einnehmen. Stimmt, ihr wart auch noch dran. Vielleicht schickt man auch unsere Bogenschützen mit den Nymphen. Also, sie sehen uns wirklich nicht. Das war knapp. Meine Güte. Julia sitzt sich jetzt erstmal in den schönen, warmen, bequemen Zauberturm hier. Dann haben wir beim Heldenzauber Unterstützung und sie kann sogar dann die Fee ziemlich weit nach Norden beschwören. Das gefällt mir.
Hier kommt erst nächste Runde an, das ist nicht schlimm. Du schaffst es nämlich auch nicht eher, ne? Genau. Machen wir die Orks platt und die Orks platt. Okay. Du musst wahrscheinlich so und dann zweimal durchs Gift gehen. Ich möchte wissen, was das ist. Also bist du stabil? Machst du keine Flusen? Nö. Ja, läuft. Deswegen ist der Friedenswächter halt so geil. Also viele, also ich denke, einige mögen den Friedenswächter nicht. Warte, wir können es mal zeigen mit der Diplomatie. Friedenswächter. Aber es sind erstmal so gut wie alle Einheiten. Also jetzt Untote werden jetzt zum Beispiel nicht. Die würden uns immer noch hassen. Aber alle anderen sind wenigstens neutral zu uns gegenüber. Nicht zu uns gegenüber. Das heißt, wir können viel mehr verschiedene Einheiten auch nutzen. Drei Runden. Das heißt, wir haben mit ihm auch noch ein bisschen Luft, aber... Ja, geht ihr auch schon mal nach oben. Ich will diese Zaubersprüche. Gerade dieser Erde-Zauberspruch könnte ganz nett sein. Weil wir auch selber keinen Zugriff auf Erde haben. Wir haben nur auf Wasser und Leben. Passt das mit dem Geld? Gold reicht nicht. Aber gleich. Wenn wir hier klar Schiff gemacht haben. Schön verklickt. Wir haben immer noch weniger als die. Hier hinter und hier. Ja, da gibt es immer ein... Ich brauche noch ein bisschen Erfahrung, der Junge. Na, nehmen wir trotzdem an der Stelle. Schlitzer ist gut. Kann er jetzt bloß nicht gebrauchen. Wenn wir noch einen zweiten Helden bekommen soll, ist der Schlitzer aber ziemlich praktisch. Es wäre eigentlich nur die Frage, wenn wir jetzt schon mit denen angreifen und einen Zug sparen. Bringt eigentlich nicht viel, ne? Wir haben jetzt auf jeden Fall genügend Geld, um hier die Pioniersache anzufangen. Genau. Hier war der Pioniergruß. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. So. Genauso ist auch hier unser Motto. So, wir haben also, sehe ich gerade, Untergrund und Schatten in dieser Karte. Ja, das muss ich jetzt mal aushalten. Oh, der ist schön. 90, das ist ein bisschen teuer gerade noch. Sobald wir hier aber das Mana haben und eine magische Gruft eingenommen haben, die bringt nämlich auch ordentlich Mana, dann sollte das Ganze schon besser aussehen. Hier gab es noch Einheiten zu rekrutieren, das habe ich fast vergessen. Ja, du kannst jetzt noch hier dumm rumstehen erstmal. Das merken wir uns mal einfach vor mit dem... ...mit dem Gegenstand. Mal wirklich auf die Nymphen warten. Besser wär's, ne? Ja, warten wir mal noch ab. Speichern. Meinetwegen dich. Die wollen auch kämpfen. Okay, sollen sie kriegen. Bogenschützenfehler. Die Fehler sind zwar nur Level 1 Einheiten, aber dadurch, dass wir sehr kavallerielastig sind, durchaus gefährlich. Die normalen Schwertkämpfer sind von Haus aus immer eine Gefahr. Die Reiter meine ich, nicht Schwertkämpfer. Damit kann man Sachen betäuben, wenn es trifft. Wenn es trifft. Ansonsten könnten wir noch überlegen, das vorzueimeln. Wird leider nicht getroffen.
hier Rundumangriff machen. Geil. So ungefähr hatte ich mir das vorgestellt. Ah, komm, hau ihn einfach um. Sehr schön. Das gefällt. Das gefällt noch viel mehr. Du hältst dich hier erstmal noch zurück. Verstricken? Ja. Und, oh, er greift ihn an. Ah, 7 Schaden. Das Schönste wäre jetzt wirklich, wenn du mal hier mit deinem Blick des Verderbens treffen würdest. 90% Wahrscheinlichkeit. Paralysiert. Jetzt, wir können unsere anderen Einheiten jetzt auf den Kollegen. Oh, wow. Einfach zerlegt. Du noch? Schön. Das lief geschmeidig. 115 Mana-Kristalle. Das heißt, wir könnten das dann doch teleportieren. Ha, hätten wir den als zweites gezogen, wäre das klüger gewesen. So, ansonsten allgemeine Marschrichtung nach links. Ihn lassen wir mal außen vor. Du kannst dich dann mit zu der ganzen fliegenden oder Wassergruppe oder was auch immer machen, aufmachen. Ich würde sagen, wir beschwören noch ein Einhorn. Für unsere Gruppe hier vorne. Das kann nicht falsch sein. Haltet sie eigentlich auf dem Einhorn? Ja. Deswegen kann sie Phasensprung. Schwertkämpfer. Reicht das Gold überhaupt? Nee. Nehmen wir noch irgendwas ein, was Gold bringt. Oh, er könnte. Ah, reicht gerade nicht. Dann musst du noch eine Runde warten. Eine Runde warten und dann die Pioniere. Also, allgemeine Richtung nach Norden. Allgemeine Richtung zum Wirtshaus, Gasthaus. Nehmen wir jetzt noch so einen. Nehmen wir mit. Ah, ein bisschen Gift, okay. Ja. Gruppe Richtung. Hier ist doch noch ein Wrack. Ein Schiffswrack. Ein Wrack, oder wie auch immer man das richtig aussprechen würde. Nicht das, was man anzieht. Nächste Runde haben wir hier eine schöne Achtergruppe und damit sollte das Easy Pickens sein. Bereit, Pionier. Oh, schon Pionier fertig. Das ging schnell. Ist das schneller fertig geworden? Wahrscheinlich nicht. Nee, du sollst keine Tempelanlage bauen. Du sollst erstmal ein bisschen Waren produzieren. Wir haben gerade ein gewisses Goldproblem. Und wenn wir ein bisschen Gold kriegen würden, würde ich das gerne hier in zum Beispiel den Schamanen investieren. Ja, Schiffsvorrat. Das nehmen wir noch mit. Theoretisch müsste es jetzt auch weniger Mana kosten, wenn er näher dran ist. Ah, okay. Was soll's. Noch ein Verteidigung und Widerstand mehr. Und er sieht richtig gut aus. Sieht doch so aus, als würde er es wissen. Hier, ne? Mit seinen. Sind das Dreadlocks? Vielleicht sogar Dreadlocks. Vielleicht doch einfach nur. Ein Zopf oder so. Könnten wir hier noch einen Einhorn beschwören? Bisschen erkunden gehen. Okay, da gibt's noch was. So. Runde 2. Ich könnte mit Verlusten leben, solange es nicht die Level 3 Einheiten sind. Und viel schöner wäre es noch, wenn ich so einen, mindestens einen so einen Eber mit nach Hause nehme. Eber sind cool. Geh mal, nee, nicht so, sondern was zu gehauen. Tier beherrschen. Hat
versagt. Wäre eigentlich auch schön, wenn du mal nicht versagen würdest. Erfolg, sehr gut. Jetzt können wir hier den anderen ein bisschen in die Flanke schießen. Schöne Jagd machen quasi. Tja. Heber sind erfahrungsgemäß ziemlich hart im Nehmen. Ja, jetzt geht's nochmal auf den. Du kannst noch ziehen. Ich meine, auf ihn könnten wir auch gehen, aber ihn möchte ich noch versuchen zu beherrschen. Mit ihm hätte ich mal zuerst angreifen können. Ah, das wäre klug gewesen. Okay, jetzt knockt er ihn bestimmt aus, ja. Ja, dann möchte ich bitte auch den haben, der jetzt die Erfahrung gekriegt hat. Komm, du hast für dein Geld. Das gibt's doch nicht. Die Beherrschen ist so schwach in dem Spiel. Das ist in Age of Wonders 3 dann viel, viel krasser. Da gibt es eine richtige, sag ich mal, hier wären es Magiesphären, dort sind es eine Art Spezialisierung, die sich nur auf so Tiere und so spezialisiert. Oh, oh, jetzt kriegt einer noch einen Zauberspruch ab und stirbt vielleicht? Nein. Puh, das war knapp. Jetzt aber ran mit dem Tier. Wir hätten jetzt 4 oder 5 Versuche. Nur ein Verlust, ne? Und wow. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Erdelementar beschwören ist eine Level 3 Einheit, das Erdelementar. Und wir haben quasi eine Einheit verloren und eine wieder mitgebracht. Die wir gekriegt haben, ist zwar nur Level 1 und die wir verloren haben, war Level 2, aber nicht so schlimm. Und hier, die sind alle ziemlich am Arsch, hätte ich fast gesagt. Ich probiere mal was aus. Wenn ich ihn nämlich gar nicht mit in den Kampf nehme, dann kann er auch nicht sterben. Das ist eigentlich okay. Ich wollte versuchen, wenn das geht, kann man ihn verführen? Ja. Geil, Erfolg. Kann ich ihn ins Bett schicken? Das wäre noch besser. Weil wenn jetzt die Nymphe stirbt, dann ist er wieder feindlich. 16 Attacke auf 14 Resistenz. Unwahrscheinlich. Ja. Die haben hier physischen Schutz, deswegen gehen die so schlecht tot. Physischer Schutz gepaart mit der Resistenz, ne? Okay, geht nicht auf die Nymphe. Mit der Nymphe sollten wir trotzdem nicht kämpfen müssen. Das ist irgendwie ausrambolen. Ah, du hast. Ich habe es da eh noch gekriegt. Das heißt, du kannst ja ein bisschen kassieren. Du noch, komm. Das gibt's noch nicht. Ah, jetzt kommt noch ein Zauberspruch. Wen trifft's? Wen trifft's? Die Fee, und die Fee stirbt. Nein, sie lebt, sie lebt. Oh. 10 Angriff. Und er hat ziemlich viel Leben. Komm. Einmal musst du doch nur treffen. Am ehesten würde ich noch ihn verlieren können. Ja, muss ich jetzt auch tun. Gott sei Dank. Uff. 3 Verluste.
Alles okay. Was kriegen wir? Eissturm. Meh. Also für Eissturm hat sich das ehrlich gesagt nicht gelohnt. Aber wir haben den Wassertänzer gekriegt. Das ist eine kleine Entschädigung dafür, dass wir die zwei Nymphen, die eine Nymphe verloren haben. Wir haben nur eine verloren. War das andere ein Bogenschütze. Das ist okay. Jetzt habe ich hier nämlich so eine Wassergänger-Flieger-Gruppe. Die sogar relativ schnell ist. Da würde ich die Nymphe, was weiß ich, was ich mit der mache. Aber mit denen kann ich jetzt ziemlich gut nach vorne gehen. Die Frage, was ich hier mache, gehe ich jetzt auf einen Erdelementar. Das dauert zwar ewig, haben wir dann aber eine Stufe 3 Einheit, die aber auch ganz schön langsam ist. Oder ich versuche diese Fliegegruppe noch ein bisschen zu verstärken mit noch einer Fee. Ich glaube, das machen wir. Mana haben wir erstmal jetzt genug durch diese ganze magische Gruftgeschichte. Am Gold hapert es noch ein bisschen. Ja, hier würden wir gerne auch noch ein bisschen investieren. Ja, die Schwebegruppe wird noch damit verstärkt. Wie schnell bist du? Wie viele Bewegungspunkte? Ah, grenzwertig, 28. Die Fee hatte wenigstens 32. Da gibt es ja auch wieder ein Artefakt. Ja, nicht, dass sie mir noch ein Speer umhauen. Noch eine Waffe. Gekauft. Mehr Stats, zwar einen heiligen Angriff anstatt einen Giftangriff. Gift ist somit die beste Magie, sage ich mal, Angriff, den man so haben kann. Troll, ja. Und dann wollen wir uns mal hier nicht so weiter aufspalten. Schade, dass es ein bisschen blöd war und den Helden hinten gelassen habe, aber kann man jetzt erstmal nichts machen. 4 Runden brauchen die noch. Vielleicht schicke ich die Nymphe trotzdem mit. Mal so ein bisschen hinterher. Und der Bogenschütze, der geht es ganz gemächlich zurück nach Hause verteidigen. Wie weit kommst du? Ah, fast bis nach vorne. Die Unabhängigen haben nicht angegriffen. Oh, warum haben wir plötzlich so viel Geld? Ach, weil wir das Dings eingenommen haben, dieses Frack. Ist die Frage, macht die Eisenjungfrau oder noch einen Druiden? Ne, eine Eisenjungfrau ist, glaube ich, gerade noch besser für unsere Gruppe vorne. Nimm mal diesen Turm ein. Noch eine Ruine. Die können wir damit Goblins aufbauen, wenn wir wollen, oder nochmal Elfen. Vielleicht wären Elfen nochmal ganz gut. Machen wir die also eine Jungfrau und dann nochmal Elfen, weil wenn wir jetzt immer zu viel Pioniere bauen, das kostet auch immer Bevölkerung der jeweiligen Stadt. Müssen wir dann noch hier diese Dämonen hier rauszutreiben? Ansonsten sehe ich hier die Sphäre vom Skulkan-Kollegen. Das ist ein Ork-Zauberer. Gucken, vielleicht kann man da ja auch was anrichten gegen ihn. Okay. Was sagt eigentlich die Zeit? 48, auch da kann man noch ein bisschen. Nee, die Erfahrung möchte ich mir nicht nehmen lassen. Das sollte eine relativ einfache Erfahrungsgeschichte für unseren Monsterhelden sein. Und ziehen sich auch ein bisschen zurück und überlassen ihm das Feld. Genau. Auf keinen Fall zurückziehen, weil dann haben sie null Bewegungspunkte nach dem Kampf. Das möchte ich nicht. Ich möchte schon weiter marschieren. Ja, man könnte natürlich auch von Anfang an nur mit dem Held angreifen. Das würde ein bisschen Arbeit ersparen, aber naja. Zack. Ja, was mache ich jetzt? Sichere ich erstmal das Gebiet. Das können eigentlich auch die, die übers Wasser kommen, mitmachen dann. Den kann ich jetzt erstmal hier weiter. Noch mehr Schattendämonen. Haufen Schattendämonen überall.
Ist echt eine Plage hier, kann man schon mal sagen. Nächste Runde hätten wir auch noch eine Fee. Das war eine recht fiese Verteidigung hier, ne? Vor allem das Gebiet noch dazu. In so einer Gruft werden Untote nochmal wiederbelebt. Das ist ein bisschen blöd. Weil die könnten wir relativ easy killen und ihn dann verstricken. Das wäre eh meine Taktik. Das Problem ist, die Fee und der Wassertänzer, die regenerieren auch nicht, als beschworene Einheiten sind, solange die nicht in meinem Zaubergebiet sind. Da kann man doch bestimmt was machen, oder? Nee. Egal, ich würde es mal hier abwarten. Ich soll die Fee noch und die Nymphe dazu holen und dann gucken wir mal weiter. Wie lange braucht er? Noch zu lange. Du solltest vor allen Dingen immer auf dem Wasser bleiben. Hier geht vielleicht noch, aber hier waren doch so Patrouillen. Okay, die gehen weiter nach Norden. Eichblatt schafft ein Level. Also wenn du mir nur Schießkunst anbietest, dann... Das war da die Verteidigung. Also ne, die bleiben bei 3 und 2 Lebenspunkten. Beschwörungen regenerieren nur in der magischen Einflussgebiet des Zauberers. Ja, probieren wir's. Was soll's. Wie der den getroffen hat, das möchte ich mal wissen. Jetzt ist die große Frage. Kommst du? Nein, nicht Tier beherrschen. Wenn wir die noch aus dem Weg räumen, müsstest du es schaffen. Gerade so. Was sagt? Du musst es schaffen, ansonsten ist das jetzt ziemlich aussichtslos. Okay, jetzt müssen wir mit dem Rest irgendwie noch aufräumen hier. Da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Ja, der könnte jetzt gut drauf gehen, das wäre gut möglich. Okay, die Fee, das war ein bisschen schade. Du hast sonst eh niedergeschossen. Ihr werdet sehen, jetzt steht er nämlich nochmal auf mit weniger Leben. Und wenn wir Einheiten verlieren, stehen die natürlich auch wieder auf. Okay. Okay, verstricken, komm. Ich glaube an dich. Und ich glaube an dich, Fee. Wieder auf. Fee niedergeschossen. Du bist noch verstrickt. Schön. Jetzt hier ihn. Du musst ihn töten. Yes. Getötet, alle an einem Zug getötet, dass sie nicht wieder aufstehen können. Und es ist noch eine Nahkampfangriffe. Nahkampfwaffe. Okay, da würde ich vielleicht noch Julia ein bisschen näher ranziehen. Dass die Zauberkosten ein bisschen sinken. Das würde ich aber erst machen, wenn ich mir sicher bin, dass ich die Zaubersphäre nicht nochmal brauche. Die Zauberaura. Ach, guck an. Skugan hängt hier so alleine ab. Das ist ein Gegenstand, den kann man sehr gut auf dem Hauptzauber haben, weil der Zauberexperte bringt. Er bringt einen 10 mehr Zauberpunkte. Die kriegt man sonst nur durch irgendwelche anderen schwer zu kriegenden Sachen. Das können wir leider auch nur einnehmen. Ja, hier ist das Problem, der Kriegsherr und die Kanone. Er hat aber keine Fernkämpfer. Doch, die Kanone halt.
Wir haben jetzt eh keine Zauberpunkte mehr. Die würde ich sonst mit Verrotten versuchen kaputt zu machen. Aber Julia hat eh schon alles durchgezaubert. Das heißt, wir stellen uns mal einfach nur bereit. Wenn er uns angreifen will, soll er das gerne tun. Ansonsten warten wir jetzt einfach hier noch einen Zug ab. Ja, und jetzt wollte ich mit Julia noch ein bisschen hier näher rangehen, dass diese Teleportation nicht so sehr ins Geld geht. Oder besser ins Mana. Genau, haben wir jetzt hier 20 Mana oder so gespart. Ansonsten müssen wir immer gucken, dass wir ein bisschen mehr Mana rankriegen. Drei Runden jetzt. Bleiben wir mal bei den zwei Runden. Da haben wir nächste Runde noch genug Mana und sobald hier die Stadt wieder aufgebaut ist, sollten wir auch jede Menge Mana bekommen. Hier kann noch eins weitergehen. Ich weiß das doch. Manchmal rechnet das Spiel halt nicht richtig die Bewegungspunkte aus. Da muss man ein bisschen selber gucken und nachjustieren. Okay. Wie sieht es jetzt mit der Zeit aus? Vielleicht noch die Belagerung hier, nächste Runde? Wahrscheinlich wieder ein bisschen zu lange dauern. Der hat was nachproduziert. Oh, eine Kanone. Puh. Das ist ein bisschen fies. Das sind irgendwo war noch zwei Runden. Auf was gehen wir denn bei euch? In der Runde wahrscheinlich eh noch nichts. Wir holen mal noch das Kräuberweib ran. Wie vertragt ihr euch so? Ja, gut. Dann seid ihr jetzt eine Gruppe. Tja, und hier würde ich sagen, ganz cool ist eigentlich der Schlechter. Der hat ziemlich coole Angriffe. Der ist eine Lanzeneinheit mit Erstschlag, also so wie die ersten Einheiten, nur bessere Stats. Und Leben, Rauben und Rundumangriff. Die Kombination zusammen ist ziemlich cool. Von denen hätte ich gerne eine relativ große Gruppe. Ist zwar nicht der schnellste, aber so an sich. Achso, Julia, du kannst erstmal zurück in den Zauberturm gehen. Da vorne ist ein Höhleneingang, ne? Wir könnten den jetzt schon diese Runde einnehmen, aber dann werden die Gruppen getrennt. Das möchte ich hier nicht. Das ist mir zu heikel. Oder wir starten vielleicht das nächste Mal mit diesem großen Kampf. Das wäre vielleicht noch am besten. Wir könnten... Wie oft können wir Verrotten einsetzen? Zauber? Zweimal nur. Das heißt, wir kriegen eine Kanone kaputt. Ah, dieser eine Zug, ne? Der tut jetzt weh. Die Kanone, die wird... ordentlich kaputt an. Hat. Ah, die kriegt man noch irgendwie aus der Luft gefischt. Mit ein bisschen Glück. Den kriegen wir auf Dauer auch kaputt gehauen, die Kanonen, bis wir durch sind. Der Vorteil wäre, wenn wir die Kanonen nämlich kaputt kriegen oder dann im vorigen Zug die eine, dann würde die KI die Mauern verlassen und uns direkt angreifen. Was sie so nicht macht, was ja klug ist. Ja, das überlegen wir uns dann beim nächsten Mal. Also wir haben uns jetzt hier so an der Straße hier vorgearbeitet, haben eine zusätzliche Stadt eingenommen, bauen demnächst noch eine auf und auch einen Hochofen, sodass unser Einkommen mal ein bisschen nach oben schießen sollte. Ansonsten haben wir hier unten den Sumpf ein bisschen erkundet und hier oben die Zaubersprüche geholt, wo einer ja wirklich ziemlich nett war mit dem Erdelementargeist. Was war eigentlich das andere? Eissturm und... Das andere habe ich schon vergessen. Heiliges Licht. Ich glaube, es war Heiliges Licht. Bin mir unsicher. Eine Panikattacke. Todes Nebel verrotten. Habe ich vergessen. Nicht so wichtig. Okay. Ja, ich rede schon wieder viel zu viel. Vielen Dank, dass ihr euch das hier anschaut. Wenn euch das gefällt, dann macht ihr mal einen Thumbs up oder so. Oder wenn ihr jetzt noch nicht abonniert seid und ihr findet Age of Wonders total toll, dann abonniert mich doch, weil ich habe vor, noch
relativ viel Age of Wonders Content hier auf dem Kanal zu bringen. Also ich hatte ja schon Age of Wonders 2 gemacht, mache jetzt Shadow Magic und habe mir in Zukunft dann aber auch den ersten Teil zum Beispiel vorgenommen oder ja, viele andere Sachen. Ne? Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.